Freunde, Rock'n'Roll. Ja, keine Angst, ich bin's. Ne? Auch wenn ihr den Kerl, der ja sonst immer vor der Kamera steht, eigentlich anders in Erinnerung habt. Ne? Die Haare sind ab, Gott sei Dank. Ja, und es ist auch alles schon viel leichter. Und die Nackenschmerzen hören jetzt auch auf. Gut. Theoretisch gesehen sollte heute hier was anderes auf der Bühne stehen. Und zwar eine Husqvarna 701 Baujahr 2021. Aber wieder zur Isma-Plan, ne? Die gehen ja meistens in die Hose. Diesmal leider hat uns der Spediteur im Stich gelassen, beziehungsweise hat irgendwie das Auto kaputt, whatever, was einem da immer erzählt wird. Auf jeden Fall, das Fahrzeug kommt erst nächste Woche, daher müsst ihr euch da leider noch ein bisschen gedulden. So, und was wir anstelle dieser Sache machen, ne? Das zeige ich euch jetzt. Ja, dann war eigentlich die große Frage, was drehen wir heute? Der Prüfstand läuft übrigens wieder, Gott sei Dank. Ne, am Donnerstag wurde der Fehler gefunden, beziehungsweise wir hoffen es, dass wir den gefunden haben. Und die Rolle ist wieder da, wo sie hingehört. Daher können wir da jetzt auch wieder Leistungsmessungen machen, vor allen Dingen, wenn wir die neuen Euro 5 Modelle bekommen. Aber heute geht es mal wieder um eine Euro 3. Das ist ein Modell 2015 SMCR und ich dachte, ich zeige euch mal heute das Thema Benzinpumpe bzw. Benzinfilter wechseln. Das ist ja schon öfters oder des Öfteren angefragt worden, wie sowas genau geht. Und dann dachte ich, ja gut, was machen wir heute? Ich habe jetzt so nicht so wirklich irgendwas Neues für euch. Dann gucken wir uns das mal genau an. Ich habe das schon vorbereitet. Ihr müsst auf jeden Fall Batterie rausholen, das ist klar. Damit fängt man an. Der Auspuff muss ab. Der Krümmer unten, die Halteschelle an der Tankbefestigung muss auch noch raus. Und ja, Batterie ist raus, habe ich schon gesagt. Steuergerät kommt gleich weg. Das Heck könnt ihr dran lassen. Ihr müsst halt nur die ganzen Kabel hier unten rausmachen, also die ganzen Zuleitungen zum Rücklicht, Blinker, etc. Und hier oben die Halterung lösen von der Sicherung und den Relais und natürlich auch das Anlasserrelais ausstecken. Dann kann man es wegklappen und dann müssen wir hier unten noch den Batteriekasten rausbauen. Das zeige ich aber gleich mit der GoPro, dann sieht man es besser. Und dann werden wir den Tank abbauen. Natürlich muss vorher noch der Luftfilterkastendeckel raus, der Luftfilterkasten komplett raus. Und dann können wir den Tank komplett demontieren. Ich mache den mal ganz ab, man könnte ihn auch hochklappen, ja, könnte man auch. Da müsste aber auch ganz leer für sein und. Ich werde den Tank jetzt komplett demontieren und dann hier auf der Bühne mit euch zusammen zerlegen. Ne? So, dann machen wir erstmal Luftfilterkasten raus, geht das los. So, und dann kommt, oder dann macht ihr bitte noch den Batteriekasten raus. Die Schrauben, die drei Schrauben sind da hier drin. Die rausmachen. Dann die Sicherung vom ABS lösen. Die sind noch hier eingehakt. Dann könnt ihr den Kasten rausnehmen. Und dann habt ihr halt hier die ganzen Kabelbaum, habt ihr hier frei. Ist dann quasi vom Tank getrennt. Und dann kann man den Tank an seinen vier Haltepunkten lösen und dementsprechend abnehmen. Natürlich nicht vergessen, ja, Spritleitung trennen am Schnellverschluss und unten ist der Druckregler noch dran, da muss der Stecker raus, aber das seht ihr ja dann, ne, wenn er das Ding demontiert. Gut, so, jetzt machen wir den Tank ab. Dann geht's weiter.
So, jetzt haben wir den Tank hier mal auf den Kopf gelegt, natürlich vorher schön entleert. Jetzt drehen wir unten die vier Schrauben der Benzinpumpe raus. Dann können wir das ganze Drama entfernen. Müsste ein bisschen drehen und wenden hier, weil ja die ganze das Schlauchgedöne hier drin hängt. Mit den Kabeln, die dann zum Druckminderer gehen. So. Ja, kommt raus. So, hier sehen wir dann die beiden Klickanschlüsse zum Druckregler und hier ist die Verbindung Stecker zur Benzinpumpe, also die Stromversorgung der Benzinpumpe. Kann man das gut sehen, ja, oder? Hier sind zwei Bananenstecker drauf oder Stecker drauf. Da muss man aufpassen. Hier sehen wir schon den ersten Fehler, den der Vorbesitzer gemacht hat. Der hat nämlich hier Schlauchschalen draufgesetzt. Das ist schon mal ein ganz grober Fehler. Das darf man nämlich nicht machen, weil dieser Plastikschlauch hier nämlich immer problematisch ist. Der muss gewärmt werden vorsichtig mit einem Heißluftföhn. Da kann man den runterziehen. Diese Einohrklemmen kann man vorher vorsichtig runterpitchen. Und dann müssen die auch wieder genauso drauf. Die sind in diesem Set ja enthalten. Dann habe ich's. Ja, da sind die mit drin extra. Und der passende Filter und noch ein Siebfilter für die Benzinpumpe. Aber wie gesagt, das nicht machen. Ne? Da geht alles kaputt. Sieht man auch hier, hat er wahrscheinlich schon ziemlich schon rumgeforkt in dem Plastik, in dem Schlauch. Das müssen wir uns jetzt erstmal anschauen, ob wir das wieder hinkriegen. Gut, dann bauen wir das mal ab. Jetzt müssen wir erstmal den Originalfilter hier, oder diesen, das ist eigentlich kein Originalfilter, das ist irgendein No-Name-Filter und das ist eben halt auch noch so ein Problem. Jetzt erstmal aus dieser Schlauchverbindung wieder rauskriegen. Dazu nehmt den Heißluftföhn, macht nicht zu heiß, das muss nicht sein. Und macht diese Kunststoffverbindung ein bisschen warm. So, da ist eine schwere Geburt. Wenn man hier guckt, da ist schon ziemlich rumgeforkt worden dran. Ich hoffe, ich kriege wieder dicht. So, jetzt müssen wir noch die andere Seite machen. Das kann man gut erkennen, wenn es warm genug ist, wenn der Kunststoff so leicht anfängt zu glänzen. So, dann kann man abziehen. Tja, steht noch nicht mal was drauf. Die Flussrichtung war auf jeden Fall richtig rum. Aber da setzen wir jetzt mal den Originalfilter wieder ein. So, jetzt haben wir die Enden ein bisschen gekappt hier, ein bisschen sauber gemacht und jetzt setzen wir den Originalfilter wieder ein. Die Original-Einohrklemmen sind drauf.
Und dann machen wir das gleiche Spiel wieder. Machen wir ein bisschen warm. So, der ist schon mal gut geflutscht. So, da habe ich natürlich jetzt noch die Schlauchstelle drauf gelassen, die können wir gleich aufdrehen. Ja, und so machen wir den jetzt fest und verklemmen den und dann können wir das wieder einbauen. Jetzt machen wir nochmal das Sieb hier raus und setzen das auch noch neu. Oh, und dann geht's weiter. So, für diese Schelling gibt es natürlich extra auch eine Zange, ne? Ist auch klar. Setze dann so an. Und dann wird die Schelle so verpresst. So, so eine Zange hat natürlich nicht jeder. Was kann man alternativ nehmen? Ihr ahnt es schon. Eine Kneifzange. Das geht auch wunderbar. Muss man nur ein bisschen aufpassen, weil die Dinger natürlich, ne, nicht dafür da sind, um was zuzukneifen, sondern irgend dafür da, um was abzupitchen. Bisschen vorsichtig. Und das Ergebnis ist identisch. Ne? So. Ja, jetzt setzen wir noch den Filter unten ein. Dafür müssen wir das Gehäuse demontieren. Seht ihr hier so Klipse? Die drückt man einfach rein und schon hat man die Pumpe in der Hand. Und hier seht ihr das Sieb. Das zu erneuern, ja, ich glaube nicht, dass das irgendwann mal kaputt gehen würde oder sich zusetzen würde. Und zur Not könnte man das dann auch, wie gesagt, sauber machen. Aber es ist halt dabei. Deswegen machen wir das natürlich auch neu. Ich habe also noch nie erlebt, dass die so dreckig waren, dass man sie nicht mehr sauber machen konnte. Aber, ne, ist dabei, bauen wir ein. So, feste drücken. Ja, und sitzt. Ja, dann stecken wir wieder alles zusammen. Die Clips rasten dann wieder ein. Ja, und dann können wir die Einheit wieder komplett in den Tank einsetzen. Aber vorher machen wir dann noch die Schlauchstelle weg. Ne? Dann geht's weiter. Bauen wir wieder ein. Und immer hilfreich ist das gute Silikonspray. Nochmal ein bisschen auf die Gummidichtung, auf die Gummilippe. Und natürlich immer hier auf die Anschlussstutzen der Kraftstoffleitung.
flutschen die ineinander ohne Gewalt. So, dann können wir wieder alles einbauen. Aufpassen, dass man hier die Stecker nicht abzieht beim Reinpopeln von der Pumpe. Immer so aufpassen, dass der Ring richtig sitzt. Der Dichtring. Hier ist ein Rand drin. Den vorher reinsetzen, genau. Dann, wie gesagt, das Silikonspray gut verteilen. Dann bleibt die Gummidichtung auch schön geschmeidig. Manchmal sperren unten die Leitungen, die muss man noch ein bisschen wegdrücken. So, und dann passt das Ding dann auch richtig rein. Ich muss dann immer so ein bisschen drehen, dass die Schläuche sich innen setzen, beziehungsweise nach hinten wandern, sonst werden die wahrscheinlich hier in dem Bereich dann abgeklemmt. Das wollen wir ja auch nicht. Also die Pumpe muss ganz leicht unten reingehen. Ne? So, und hier auch wieder, hier gibt es mit Sicherheit eine Newtonmeter-Angabe, das sind M5. Also wahrscheinlich irgendwann um 6 Newtonmeter anziehen. Einfach gut handfest, dass ihr merkt, dass die Gummidichtung klemmt oder gut sitzt. Und dann ist das Thema erledigt. Wenn ihr das falsch gemacht habt, seht ihr spätestens da, wenn der Sprit reinkippt. So. Ja, dann kann der Tank wieder ran. Und dann schieben wir das Ding mal auf den Prüfstand und gucken, ob der... Ja, die Problematik, die wir vorher hatten, jetzt verschwunden ist mit dem neuen Filter. Geht das los? Gut, schauen wir uns jetzt mal die Leistungskurve an. Die ist jetzt eigentlich für uns hierbei nicht wirklich interessant. Das ist ja ein Serienmotorrad mit Remus inklusive Cut und original Luftfilterkastendeckel nur mit 3 Löchern drin. Ja, haben wir eine Leistung von knapp 65 PS an der Kupplung und 73 Newtonmeter. Alles super. Aber wenn wir jetzt hier auf den AFR-Wert gucken, also auf den Wert Luft zu Kraftstoff, haben wir in dem Bereich ab 3800 Umdrehungen bis fast 7000 ein extremes Abmagern. Ja, wenn wir jetzt hier gucken, 16,6:1, 17,5:1 und im Grunde wollen wir hier unten hin, ne? Das ist die 13,2, das wäre die optimale Vermischung, um halt auch vernünftig Leistung zu bekommen. Da dürfen die natürlich beim Euro 3 auch nicht hin. Ne? Wir wollen eigentlich hier so auf 14 und ein paar kaputte. Da sollte die normalerweise liegen, diese Kurve, tut es aber nicht. Das Fahrzeug magert hier oben rum extrem ab. Das seht ihr auch in der Leistungskurve hier, die knicken da ein bisschen ein. Aber woran liegt das? So, und dann haben wir ja durch viele hin und her rum experimentiert und Einspritzdüse gereinigt und Map hin und her gefuckelt und haben gedacht, da stimmt irgendwas nicht mit Mapping vielleicht oder mit den Einspritzzeiten und. Bis dann irgendwann mal der Groschen gefallen war und ich habe den Tank rausgebaut. Da war der jetzt mit bei. Den Filter raus und den Filter gewechselt. So, und jetzt direkt hiernach nur, ne, Leistung gemessen, Tank runter, nächste Messung mit neuem Benzinfilter und fupp, ja, sofort
fällt der Wert auf einen vernünftigen Wert, auf 14,47 oder in dem Bereich hier 14,69. Also hier kommen wir fast in die Lambda-1-Seite rein. Lambda-1 wäre 14,7 Teile Luft zu einem Teil Benzin. Die extreme Magerspitze ist komplett weg und ab 6,5 liegen wir schon auf den 13,2 AFR, also da, wo wir eigentlich hinwollen oder ne, wo er auch nicht mehr gemessen wird bei Euro 3. Daher kann der Hersteller hier auch vernünftig anfetten. In diesem Bereich sind wir jetzt auch da, wo wir hinwollen, nur alleine durch das Wechseln des Benzinfilters in den richtigen Filter. Ne? Also wir haben ja jetzt den richtigen Mahlefilter reingesetzt, der reingehört, der auch die korrekte Durchflussmenge hat. Dieser No-Name-China-Filter, sage ich jetzt mal ketzerisch, hat hier anscheinend ein Problem mit der Durchflussmenge. Das liegt oft an diesem Filterpapier, dass da eben halt trotz hohem Benzinpumpendruck nicht richtig der Kraftstoff durchfließen kann. Irgendwann wahrscheinlich, irgendwann bei hohen Drehzahlen, geht es dann oben rum einigermaßen. Aber wie gesagt, im unteren Drehzahlbereich, wenn das Motorrad richtig Last gibt oder Last bekommt, kommt da einfach nicht genug Sprit an der Einspritzdüse an. Ne? Und dann magern die Dinge ab. Und das ist das gleiche Bild, das bekommt ihr auch, wenn diese Originalfilter, diese Mahlefilter, irgendwann total zugesetzt sind durch diesen schwarzen Schleim von dem Tank. Ne? Weil sich der Tank ja immer so leicht ein bisschen anlöst innen und der setzt halt dieses Filterpapier langsam, aber stetig zu. Und dann hat man richtig so, bis irgendwann so Effekte wie bei alten verdrecksten Vergasern, man gibt Gas und das Ding stirbt quasi fast ab. Ja, das haben wir jetzt hier den gleichen Effekt, fast, mit einem falschen Filter. Und das kann, wie gesagt, auch passieren mit einem Originalfilter, der halt schon, ja, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Kilometer gefahren ist. Das haben wir leider auch feststellen müssen. Ja. Gut, dann Fehler gefunden, weiter geht's. Ja, man sieht, tatsächlich hat der Benzinfilter Einfluss auf euer Kraftstoffgemisch, weil nämlich wahrscheinlich durch bei diesem China-Filter, da wo nicht genug durchkam. Ne? Die Pumpe drückt zwar, der Pumpendruck ist auch, wenn man den statisch misst, mit der Uhr da, aber trotzdem, wenn richtig Leistung gefordert wird oder wenn richtig Schub oder Druck kommen muss oder Kraftstoff kommen muss, kommt da nicht genug durch an Menge und dadurch haben wir eine Abmagerung im Bereich, wenn die hohe Last kommt. So muss man einfach sehen. Ne? Naja, bei Enddrehzahl ging es. Aber trotzdem rausbeschleunigen, Hahn auf und richtig Feuer rein, bricht uns das da quasi etwas zusammen. Ja, jetzt sind wir zwar immer noch nicht auf 13,2:1, aber das ist ja auch ein Standard-Euro-Mapping, dürfen wir nicht vergessen. Das ist kein Evo 1 oder ein, nennen wir es mal, optimiertes Map von uns, sondern wirklich vollkommen original Euro 3 für Modell 2015. Ne? Also, da immer gut gucken, was man verbaut. Wenn ihr so ein Ding verbaut, dann nehmt entweder das Originalset, wenn ihr sagt, ne, ist mir zu teuer, diesen Mahlefilter kriegt ihr ja auch im Zubehör. Denkt nur dran, ihr solltet dann auch diese Einohrklemmen benutzen. Keine Schlauchschellen bitte. Ja? Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. So, und jetzt habe ich nämlich noch ein kleines Schmankerl für euch zum Schluss. Das steht hier schon auf der Bühne. Ja, und der Kenner wird es erkennen, eine KTM SMCR 96 Baujahr 2021. Freundlicherweise uns hier hingestellt von der Firma KTM Bonn. Also von KTM Bonn. Den ihr Fahrzeug, die möchten das gerne jetzt von uns abgestimmt haben. Und wir sind sehr gespannt. Wirklich ein sehr schönes Design, wirklich knaller aus das Ding. Hat Pina-Räder drin. Richtig fein mit dem Grau, gefällt mir sehr gut. Ist schon Remus drauf, aber wir haben den Originalschalldämpfer natürlich hier. Um dann erstmal nächste Woche eine Eingangsmessung zu machen vom absoluten Serienfahrzeug. Und wenn dann alles gut läuft und der Spediteur lässt uns nicht wieder im Stich, haben wir dann quasi zwei hier, eine 701 21 und eine 96 2021, nämlich diese hier. Dann können wir uns mal in aller Ruhe die Unterschiede angucken
und werden die natürlich jetzt direkt mal leistungstechnisch überprüfen. Mal schauen, was so die Euro 5 kann. Ja, wirklich gut gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Dem Grau, Knaller. Ja, ne? Also seid gespannt. Nächste Woche Sonntag, wenn alles gut läuft, haben wir da schon die ersten Basisdaten von den Fahrzeugen. Und dann geht es natürlich sofort schlagartig weiter. Power Commander und so weiter und so fort. Und wir werden natürlich sofort überprüfen, ob hier ein Kit reinpasst. Ne? Das ist ja auch klar. Hat sich allerdings ein bisschen was getan unter der Sitzbank. Ja, gefällt mir nicht so besonders, aber das werden wir dann sehen, ob wir dieses Problemchen nicht auch gelöst kriegen. Gut. So, ich stelle euch jetzt mal hier hin. So, müsste man das sehen. Ja, und ihr kennt das Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, ne? Lasst uns ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Und nicht vergessen, das Glöckchen drücken, dann gibt es immer Infos, wenn wir ein neues Video rausgehauen haben. Ne? Und heute ist Freitag. Wann ist Freitag? Alle 14 Tage live mit den Kanalmitgliedern. Und ja, wenn ihr mal Bock drauf habt, hier mal mit reinzuschauen und ein bisschen mitzuquatschen, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Da einfach draufklicken, dann bekommt ihr wieder ein Video von mir, da erkläre ich alles, wie es abläuft. Ja, und vielleicht sehen wir uns in 14 Tagen. Ne? Da würde ich sagen, haut rein, seid gespannt und wir sehen uns am Sonntag nächste Woche. Bis dann, tschüss.